Moin, da sind wir wieder. Jo, diesmal City Skylines 2, sind wir wieder. Ja. Im Jahre April 2027, Jahre 2027 April, könnte man auch so sagen. Ich habe mir hier gerade ein paar Bäumchen hingemacht und ansonsten habe ich da Feuer. Was soll es auch anders da sein, weil es ist hier los. Lass mal gerade gucken hier. Lass mal gucken tun. Ja gut, an den Animationen haben sie immer noch nichts gemacht, so gelöscht. Gab es denn jetzt hier Tote? Der Hund ist da, oder? Ach nee, das sieht mal, ich sage, für mich sieht es mal aus wie so eine Hundepfote. Ja. Ja, gerne, gab noch keinen neuen Patch, wie immer. Keine Ahnung, warum jetzt das schon wieder kaputt ist. Das ist schon letztes Mal ausgetauscht und wie immer habe ich den Spielstand geladen und wie immer sind dieselben, nicht das gleiche, sondern dieselben. Weil da ändert sich nichts. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das gleiche ist. Für mich ist es Häuser verlassen. Obwohl ich sie jedes Mal lösche, abspeichere, lade einen Spielstand, ist genau das Haus an dieser Stelle wieder verlassen. Aber egal. Da kriegen wir eigentlich irgendwann hier mal den Kram weg. Hier haben wir doch aber eigentlich rein von der Theorie ist doch hier. Also das ist Wind. Das ist erstmal gar nichts. Das sind die Fernverbindungen. Wie komme ich denn da drauf, dass das Wind ist? Wo ist denn hier Wind tun? Was ist eigentlich das hier? Ja, schön. Abwasser. Und wieso geht das nicht weg? Weil es von allen Seiten dahin kommt und dahin drückt? Oder wie ist der Wasserhandel? Wir haben kein Außendings, glaube ich. Wie sieht es denn eigentlich? Lass uns doch mal gucken hier. Grundschulen. Sag mal, wie viele Grundschulen soll ich denn bauen? Ganz ehrlich. Wo fehlt denn was? Hier hinten wahrscheinlich. Wollen Sie in die Grundschule im Industriegebiet? Können Sie machen? Nicht mein Problem. Abfallwirtschaft, Miltopenie-Verfügbarkeit. Was ist denn hier los? Da ist ein bisschen grau. Mülldeponieverfügbarkeit. Müllwagen, aha. Was ist denn das hier? Tourismus, haben wir nicht. Wir lassen keinen Touristen hier hin. Gefängnis haben wir immer noch nicht, das weiß ich ja auch. Gesundheit ist eigentlich alles im grünen Bereich. Feuerwehr im grünen Bereich. Unterkunftsverfügbarkeit, geschützte Bürger 0, Schutzraumkapazität 9. Aber was heißt denn das? Ach, Katastrophenschutz. Wieso habe ich geschützte Bürger 0? Unterkunftsverfügbarkeit. Ach so, geht das hier nur hoch, wenn wir wirklich eine Katastrophe haben? So, sieht denn die Kohle aus? Hoch. Egal, wir gucken uns jetzt mal das hier an. Wir sind ja gleich bei 70.000, sind wir schon über 70.000. Hier ist ein neuer Mord. Ja, wenn er geladen hat, das ist hier der Feinded-Mod. Da kann ich endlich mal hier straßenmäßig, zack, da weiß ich, was es ist. Ne? Kannst die Dinger hier auch einzeln setzen, wenn man jetzt hier so will. Wenn man jetzt mal hier hingeht, Activity Plaza, da. Ne? Wollen wir nicht, haben wir nicht, nicht freigeschaltet. So, hier kommt ein neues Wohngebiet hin. Lass dir mal hier tun, sodass man hier vorwärts geht. 70.000. Was heißt Wohngebiet? Das sind Bäume, ich habe die mit Absicht, obwohl wir diesen Mod haben, auf Stufe 1 gemacht. Ich hasse das wie die Pest. Ne? Es sind alle Details an, wenn man das, wie das aussieht. Ne? Sieht aus wie bei dem Spiel von vor, ob, ne, Max-Distanz und sowas, vor 30 Jahren. Naja, sollen sie machen. So, hier müssen wir erstmal ne, überlegen, wie wir das hier machen. Zeig mal her. Mach das mal hier weg, ein Stück. Dann hätten wir jetzt hier wieder einen Kreisel. Übrigens, der Traffic-Mod, der kann noch keine Kreisel. Schade, ist aber so. Wie sieht denn das hier verkehrstechnisch aus? Wir haben immer noch keinen, wir haben ja den ganzen ÖPNV abgebaut, ne? will ich hier einen Kreisel haben oder nicht? Wie kommen die eigentlich da rein? Die würden hier rum reinfahren. Wir machen erstmal was ganz anderes. Wollen wir die durch das? Ne, der fährt nämlich hier hoch. Der fährt, wollen wir das hier ausbauen? Bist du? Nein, wollen wir eigentlich nicht, ne? Aber hier fahren Autos lang, habe ich gesehen. Hier. Habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Das ist eine Fußgängerstraße. Wir machen mal was.
Ich will mal was ausprobieren. So. Gib mir mal eine Straße. Kann man die eigentlich auch so setzen? Nee, kann man nicht. Sind ja hier zweispurige Straße in einem ganz normalen Gebiet. Das ist eine Fußgängerstraße. Das ist natürlich irgendwie, nein, das machen wir nicht so. Das machen wir anders. Das machen wir von hier da hoch. Dann setzen wir das Ding hier rein, 90 Grad. Dann machen wir einen Kreisel hin. So. Dann brauchen wir hier einen Park. Der geht nicht an diese Fußgängerstraße dran. So. Dann haben wir erstmal das. Der geht nicht an diese Fußgängerstraße damit vor. Wie groß sind denn jetzt hier eigentlich die Parks? Großer Parkplatz? Großer Park. Der passt da hin. Den setzen wir auch dahin. So. Da kommt ein großer Park. Wir müssen da noch Bäumchen hinmachen. Keine Panik auf der Titanic. Dann brauchen wir hier, weil das ist ja hier, was ist denn eigentlich das? Haben wir eigentlich ein Fußball, macht American Footballfeld groß? Ja. Natürlich könntest du hier auf so eine Insel eigentlich nur so ein Vergnügungsding machen. Was ist denn das? Ein Freibad. Ja, warum nicht? Und zwar hier mit Blick aufs Wasser. Patsch. So. Mit Blick aufs Wasser kommt noch. Wir brauchen dann hier rein von der Theorie oder auch von der Praxis. Kommt drauf an, wie ihr das sehen wollt. Parkplätze. Kleiner Parkplatz. Zack. Zack. So. Ist nicht wirklich viel grün, aber kommt noch. So. Wir machen hier, lass mal gerade gucken, unser, ne, das wollen wir nicht, gemischtes Boden, Wohnhäuser mit hoher Dichte. Wie war das? Was warst denn du? Uferwohneinheiten mit geringer, das sind die. Setzen wir jetzt da hin, das sind diese Beach-Dinger. Setzen wir hier hin. So. Haben wir auch ein bisschen hier, weil der ist jetzt, der richtet sich hier aus, wie ihr das seht. Der hier, der da, aber lass die mal da machen. Lass die mal da machen, die schreien dann bestimmt wieder nach einer Schule. Achso, wir müssen ja hier, ich will mal hier so eine schlangenmäßige Linie machen. Schlangenmäßige Linie. Und zwar brauchen wir von der Straße den und den. So. Wieder nehme ich einen Schuh. Weit. Ich kann noch, warte mal, was bist denn du? Bäume. Bäume, die am Straßenrand gepflanzt werden. Hier ja, da nicht. Was ist denn das für eine Straße? Was ist so eine Fußgängerstraße? Weg. Einspurige Einbahnstraße. Das ist eine Einbahnstraße. Ach, Kotz. Nee, die will ich nicht. Was bist denn du? Dann mal gucken. Du bist eine Gasse. Ja, eine Gasse wollen wir jetzt hier nicht, ganz ehrlich. Eine Gasse wollen wir nicht. So, wir brauchen erstmal das. Dann machen wir das nach rechts. So. Und hier machen wir das nach außen. Weil wir ja jetzt hier diese Häuser dahin gepflanzt haben. Wisst ihr, was ich meine? Hier die und den Park und deswegen nach außen und hier auch. So, wie sieht denn das hier? Huch, ach, das war der Speicherfries. Den lassen wir mal so. So, den lassen wir so. Kommt Flugzeug, habt ihr gesehen? Da kam ein Flugzeug, was auch immer wieder das für ein Flugzeug war. So, Straßen, danke, mit Bäumchen. Die immer irgendwie alle grau sind. Was haben wir denn? April? Also die sind doch im April schon grün, oder nicht? Die weiß ich jetzt gar nicht. So,
So, nach außen erstmal. Ach komm. Ah, genau, da geht es ja nicht weg. Dann machen wir das hier nochmal. Hier wird es nämlich schön. So, so. So, den noch, den. Zack und zack. So. Was habt ihr für ein Problem? Bodenverschmutzung. Was? Wieso ist denn hier eine Bodenverschmutzung? Wollt ihr denn jetzt von mir? Wo ist denn das Ding? Fern? Wo ist denn hier der Müll? Das ist das hier, ne? Wasser, ach, das Wasser. Ne, das ist Wasserverschmutzung. Das ist das Zeichen. Bodenverschmutzung. Was das denn? Wir hatten hier mal, aber. Die tut sich doch wieder selbst beheben, oder nicht? Ja, wenn nicht, dann müsst ihr jetzt mal hier weichen, bis sich das hier selbst behoben hat. Ja, das ist ja blöd. So. Bis sich das da selbst behoben hat. Hier ist diese Residenz-Dings. So. Dann haben wir hier den. Wie sieht denn das hier eigentlich aus damit? Das ist grün. Müsst ihr euch mal überlegen. Das ist grau. Oh ne, ist ja noch grün, genau. Schule. Ja, ist mir schon klar. Okay, das sieht ja hier wirklich schlecht aus. Warte mal, kann man eine Feuerwehrstation, eine kleine, auf verdreckten Dings setzen? Will ich eigentlich ja nicht haben. Du kommst eins daneben. Dahin. So. So. Jetzt, der fährt hier rüber. Der fährt über die Brücke. Und eine Gasse machen wir da nicht hin, sondern wir machen, das ist gut, dass wir hier die Pinzette haben. Da, danke. So. So. Flupp. Warte mal, so. Huch. Wo ist denn das Ding da? Hier gehen wir auf 90 Grad. Warte mal, wir könnten ja mal hier hinten lang gehen. Warum eigentlich nicht, ne? So, gehen hier rum. Ne, mach mal so. Mach doch erstmal so. So. Muss ja nicht immer, lass die mal da rumfahren. Das geht ja hier dann noch geradeaus weiter. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ist nicht das Problem, liebe Leute. So. Aber hier haben wir eigentlich, warte mal, das war doch, welche Feuerwehrstation kann man die ausbauen? Mehr Platz für Löschfahrzeuge, ja bitte. Danke. So. Wie mockt man das? Dann können wir doch hier, warte mal, wir können hier die Bäume nehmen. Also müssen hier hin und machen gepflegter Grünbusch. Gepflegter Blumenbusch. Blumen werden hier gemacht. Hier werden Blumen gemacht. So. Abstand, nix, 20 Meter Abstand. 5 Meter Abstand machen wir hier. Zeig mal. Ja. So. Ziehen wir das Ding da lang. So. Sieht man eigentlich? Ne, sieht man nicht. Aber so ist, ne? So. Der gepflegte Blumenbusch. So, da könnte man nämlich auch hier. Ne, hier lassen wir das mal. Wer weiß, was wir da noch hinmachen. Lassen wir da den gepflegten Blumenbusch. Und da können wir doch rein. Also, theoretisch, ne? Den gepflegten Blumenbusch. Auch hier dran friemeln. Neben der Gas. Ne, also, das ist ja so ein Fußgängerding. Mal hier. Hier. Gepflegte Blumenbusch. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? So circa ungefähr rum. So. Weil, ach so, der geht, wird er dann braun? Weil da ist ja, hier ist er dreckig. So. Wollen wir hier
kleine Häuserchen hinmachen. Wie klein ist denn klein? Gehen die hier? Tatsache. Die wohnen halt neben dem Park. Ne, die wohnen neben dem Park. Hier kostet das Grundstück halt ein bisschen weniger. Das ist doch das Beach-Ding, ja. Dann macht man das hier. So. Das Ding ist genauso breit wie der Parkplatz. Okay. So. Können wir hier vielleicht noch Fußgänger-Dings hinmachen. Zum Schwimmbecken. Ist aber jetzt nicht ganz in der Mitte. So. Hier ist ja dreckig. Wir könnten dann hier... Warte mal, hier war aber nicht dreckig, ne? Hier war es nicht... Nee. Und dann machen wir hier nochmal... Lassen hier eins frei. Mal das so. Da ist auch nichts dreckig. Wir lassen das halt ein bisschen durcheinander, ne? Und machen... Ne, das will ich nicht. Dann kommst du hier an den Busch. So. Also, dass da frei ist. So. Ist denn das jetzt hier... Das sind ja einfache Stufe 1 Wohn-Dings. Das sind ja einfache 70.000 Einwohner. Wir haben hier einen Park. Wir haben hier Parkplätze. Die Parkplätze sind übrigens hier kostenlos. So. Die kosten nichts. Wir haben eine Feuerwehr hier. Schreien die jetzt schon wieder nach einer Schule, ne? Bestimmt. Zeig nochmal gerade. Das wäre hier. Grundschulen haben wir einfach nicht viele, ne? Was willst du machen? Komm, lass doch mal hier eine Grundschule hinmachen. Aber hier hin. Warte mal, die hat ja so einen Rundbau, ne? Die kriegt ja noch was drumrum. Was ist denn das hier eigentlich? Sekundärschule, Fachhochschule, Universität hier. Das ist für die Besserverdiener. Und dann gibt's hier, weil du bist ja hier am Wasser. Und dann gibt's hier Parkplatz für die Helikoptereltern. So. Früher gab's das nicht. Zack. Zack. Huch. Der ist zwei frei. Der ist zwei frei, immer mal so. Zacki. So. Dann können wir das nämlich so lassen. Und dann können wir hier Fußwege hinmachen. Pass auf. Der Asphaltweg, ein asphaltierter Weg, der nahtlos mit dem Bürgersteig der Straße verbindet. Hä? War das Ding schon immer dieses Zeichen? Nee, ne? Hör mal auf zu snappen, bitte. Danke. Zack. Ohne Bürgersteig, bitte. Danke. So. Ohne Bürgersteig. Aber nee, warte mal. Wir machen den hier mit Bürgersteig. Den kriegen wir dann da schon hin. So. Weil hier war ja der Dreck. Ne? Wir könnten doch hier... Warte mal, wie viel ist denn das, wenn ich den hier in die Mitte mache? 90 Grad. 91. 90. Näher ran. So. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Ja, hat ja wieder toll gepasst. Was dann heißt... Dann ist der hier. Warte mal, was ist denn, wenn wir den hier neben dran machen? Machen wir mal 2. Ich will das mal ausprobieren. 90 Grad. Und den weg. Wieso sieht das so gewellt aus? Passt aber. So, die können da. Ah, das ist der Speicherfries. Die können da langlatschen. Hier. So, da können wir doch hier eigentlich mal, ich meine, ein bisschen was brauchen sie ja schon von, die Büros will ich nicht, hier Gewerbe. Wir müssen schon ein bisschen was einkaufen. Das machen wir. Hierhin, neben die Schule. Geringes Gewerbe. Wir haben jetzt hier schon ein paar Leute. Ach, da haben wir schon wieder Leich. Das zieht einen, schon stirbt er.
Brauchen wir schon ein bisschen Gewerbe, ne? Und damit die Leute nicht so weit fahren müssen, haben wir hier Büros mit geringer Dichte. Da können die nämlich gleich da arbeiten. Ne? So, war doch hier, war noch keine Verschmutzung. Ne? Da ist Verschmutzung, da aber nicht. Mal gucken, ob der da auch mault. So. Wie lange brauchen die Bäume eigentlich zum Wachsen? Kommt einer? Wo ist denn der? Ich will mal gucken, von wo der kommt. Ach, der ist schon da. Kann ja nicht weit weg gewesen sein. Wer ist denn eigentlich gestorben hier? Zufrieden sind sie nicht. Naja, so halbwegs, ne? Unzuverlässig, was? Unzuverlässiges Internet. Okay. Das kriegen wir gebacken, das wäre hier. Telekommunikation, Serverfarm, Funkmasten. Die piepen immer so blöd rum. Zentrum für Medienübertragung, weitreichende Mobilfunknetze beinhaltet auch das örtliche Medienhauptquartier. Beinhaltet auch das örtliche Medienhauptquartier, erhöht die Unterhaltung der gesamten Stadt und zieht Touristen an. Fortschrittsknoten Telekommunikationsturm. Fortschrittsknoten Telekommunikationsturm. Ja, haben wir ein paar Punkte. Satelliten, für was braucht man die eigentlich? Überträgt jegliche Daten weltweit Informationen und das machen wir hier aber nicht hin. Reihenhoher Rechenleistung. Ach so, stellt immense Ressourcen für die Verarbeitung des Netzwerks zur Verfügung. Kann mit Glasfaserkabel und modernen Computern aufgewertet werden. Jetzt das, was wir nicht haben hier, klar. Alter. Das kann man auch mal irgendwo hinfriemeln. Wie war denn diese blöde Taste, um das hier auszuwählen? Was ist denn das hier eigentlich? Warum wollen wir die Serverfarm eigentlich nicht hier hinfriemeln? Können wir die hier hinfriemeln? Ist die laut? Lärmmittel. Ne, können wir nicht. Aber hier. Lärmmittel. Das ist aber Schule. Ich will die mal hier hinmachen. Wir mal gucken, was passiert. Ne, wir gehen mal weiter. Ist eine Bahnlinie. Geht die da neben dran? Ne, geht nicht neben dran. Guck. Kann man hier umsetzen. Zack. Bin mal gespannt, was das wird. Die haben ja gesagt, ich kann irgendwas ausbauen, ne? Erhöht die Abdeckungsbereich der Serverfarm. Patsch. Wie viel decke ich denn ab? Jede Menge anscheinend. Und was ist das? Hochmoderne Maschinen mit größerer Rechenleistung erhöht die Netzwerkkapazität erheblich. Ja. Und was bringt mir das? Drauf. Mir egal, guck mal, wie sie alle freuen. Es ist ja, was bringt es mir, ne? So, was sehe ich denn jetzt hier? Angestellte. Effizienz 88%. Warum ist die Effizienz 88 und nicht 100? Wahrscheinlich wegen den Angestellten, die dumm wie Brot sind. Na, jetzt geht's wieder nett. Hallo, jetzt, na, bleibst du mal da? Alter! Guck mal hier, soll ich das jetzt so schnell lesen? Jetzt. Ausgebildet 6, gut ausgebildet 3 von 3, offene Stellen 0, schlecht ausgebildet 4 von 4. Aber eigentlich, warum ist das 88%? Na wurscht, hier staut sich's. Traffic Manager, ihr könnt mir gerne mal, dass es wird Kreisel geben. Warum staut sich's denn hier überhaupt schon wieder? Wieder Grafikfehler. Wo will er denn hin? Aha. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Problem haben, wollen die dann alle da durch und dann hier hinten hin. Was hat er jetzt wieder für ein... Oh. Der ist zu nah an der Umweltverschmutzung. Der aber dann nicht. Guck, dann macht man weg. Das tut mir leid, aber du hast jetzt hier halt blöd gebaut. Ach, das war das Gewerbeding. Ja. Hier, dieser Dinger, das ist übrigens ein Mod, ne? Damit du siehst, wo die Leute herkommen, die da arbeiten.
Wenn der jetzt, oder wo die halt sind, ne? Wenn du jetzt hier hingehst, was macht er? Er fährt da, hier. Gott, wo will ich hingucken? Wo will der hin? Der parkt hier. Ja, der fährt ein Motorrad. Warum macht er das da? Das ist erstmal wurscht. Haben wir denn hier? Du kannst gerne weg, du sollst ausziehen, da helfe ich dir halt mal gerade. So. Parken denn hier schon welche? Ist er kostenlos hier? Ja. So. Das wäre hier, das wäre hier. Wir machen hier aber noch die hin. Die will ich jetzt auch Reihenhäuser mittlere, will ich eigentlich nicht. Was ist denn das gemischte Boden? Nee, ich will dann schon diese Uferdinger hier haben. So. Da können wir da noch so einen Fußgängerweg hinmachen. Hier. Hier rum. Und dann passt das schon. Das gucken wir uns dann. Wie viel haben wir denn? 70.000 fällt schon wieder. Die sterben wahrscheinlich. Ne? Kann man eigentlich sehen, warum? Das ist mal wurscht. Wie viel sind denn hier? Das Ding schon wieder volle Hütte. Ne? Durchschnittliche Zeit bis Abschluss 6 Monate. Plus 20% Wohlbefinden. Ein Umkreis von 300 Metern. Mhm. Und da hat es Kosteneffizienz 113% angestellte Schüler. Ja, passt doch. Das ist halt auch Lärm, das Ding, ne? Grundschule halt. Willst du machen? Ne? Da müssen wir hier, warte mal. Hier können wir doch, Sekunde. Haben wir hier eigentlich, können wir doch nochmal rein, also von der Theorie und von der Praxis hier im Parkplatz hin, Mare. Ne, bei der Schule. Mach das mal so, da kriegen wir nämlich noch Bäume hin. So. Und da freuen sie sich, dass hier ein Parkplatz ist. Und was macht ihr, wenn ihr auch noch kostenlos macht? Ne? Da guckt er, ne? Alles klar. Sind, wohnen die eigentlich hier alle? Ja gut, das gibt's ja wirklich, ne? So Wohngebiete, wo alle Häuser gleich aussehen. Bis, kommst bis auf ein Haus, weiß nicht mehr, wo du wohnst. Sieht alles gleich aus. Und hier können wir dann auch noch Bäumchen hinmachen. Ist nicht ganz in der Mitte. Kriegen wir geregelt, dass das in der Mitte ist. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten... Oh Gott, sterben uns wieder die Leute weg. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.